Herzlich willkommen zu Borussia Dortmund wirft den FC Bayern München aus dem Halbfinale im DFB-Pokal 2017. Ja, Leute, ich bin gut drauf, wegen gestern Abend, nicht nur wegen gestern Abend, aber auch wegen gestern Abend. Und deshalb gucken wir auch mal, wie es uns hier im nächsten Spiel so geht. Mir wurde gesagt, ich soll auf jeden Fall nochmal in die zweite Mannschaft gucken und da mal Hallo sagen. Da sind halt echt einige mit der Moral am Boden. Tut mir leid, ist halt so. Vielleicht kriegen wir die aber jetzt auch einfach mal irgendwo angeboten. So ein Hölscher zum Beispiel, den kann man doch noch irgendwo richtig gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht, warum den keiner möchte. Gut, wir sollten vielleicht eine vernünftige... hat sogar 0 Euro. 0 Euro hat er hier. Dann bieten wir den jetzt mal hier an. Spielagenten beauftragen. Ja, alles klar. Mach du mal. Und dann wollte ich noch gucken. Wer ist denn noch schlecht drauf? Und Lauretta wird ja eh immer aufhören demnächst. Der Strickmann, hört der auch diese Saison auf? Nee, hört nicht auf. Lauretta hört auch nicht auf. Likisic. Den Likisic zum Beispiel könnten wir da auch mal loswerden. Der hat doch auch noch irgendwie was Besseres als die zweite Mannschaft von uns verdient. Ich weiß es ja nicht so ganz. So, guck mal, was ist denn noch? Der ist aber auch nichts mehr wert. Dann kann er ablösefrei gehen. Und dann werden wir ihn noch anbieten irgendwo. Vertragsspieler anbieten. Spieleragent, auf geht's. Weil nächstes Jahr kommen ein paar aus der Jugend hoch und ganz ehrlich, dann brauchen wir die Älteren hier nicht. Mal so ein 46er Likisic braucht dann keinen Mensch mehr. Batterilo können wir hier von mir aus noch behalten auf der linken Seite mit 54. Aber wenn da irgendwie ein Angebot rankommt, dann darf der auch gehen. Weil, ganz ehrlich, in unserer zweiten Mannschaft, die steigt wahrscheinlich ab und dann sind die da im Nirgendwo. Ne, das möchte ich denen dann auch nicht antun. Und, ja. Ansonsten, hat hier der SV Werder Bremen, er hat sich von unten mal hochgekämpft hier. Ist jetzt auf einmal nicht mehr letzter. Freiburg ist leider letzter. Schade drum um die. Mal gucken, wie es so weitergeht. Guck mal hier. Zack, haben wir hier für Likisic. Concordia, Schönkirchen und Schilksee. Ja, alles klar. Ihr dürft den beide haben, wenn ihr euch mit dem einig werdet. So, wir spielen auswärts in Bielefeld. Bielefeld gibt's doch gar nicht. In der Schüko-Arena sogar. In der großen Schüko-Arena. Saison bisher und Form ist bei denen richtig beschissen. Die haben uns aber im Hinspiel 2-0 nach Hause geschickt. Und jetzt werden wir zusehen mit unserer teuflischen Mannschaftsstärke von 666, dass wir denen ein paar einschenken. Top-Spiele sind Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb, Schwarz-Weiß gegen Schwarz-Weiß und Rot-Weiß gegen Grün-Rot-Schwarz-Weiß. Okay, damit haben wir das auch geklärt. Und wir gucken kurz. Guck mal hier, Latkowski. Latkowski kann mal hier reinkommen. Der hat nämlich eine 13er Form. Zech hat auch eine 13er Form. Das heißt, Flessers kommt mal von der Bank. Und ein 12er Verteidiger Igels-Ederer kommt auch rein. Damit haben wir erstmal alle guten Formleute spielen. Kaderanalyse haben wir beendet. Sehr schön. Gucken wir mal rein. Okay. Schlecht. Also alles im grünen Bereich. Auf der rechten Seite ist es nur noch hellgrün. Torwart ist rot. Ja, ganz einfach, weil wir nur einen Torwart haben. Dann ist es immer so, wenn wenn es dann zu einem Verletzten kommt, dann wird es halt schwierig. So. Vertragsverlängerung Chato, Weke und Mackie. Spieler mit großem Potenzial, kein Mensch und ohne Perspektive, Tverdi und Latkowski. Ja, Tverdi habe ich auch schon überlegt, ob man da nicht auch langsam mal sagt, hier, guck mal, für 15.000, ob wir den noch irgendwo anders hinbekommen, weil der sitzt bei uns, ist der auch echt, auch nur noch irgendwo auf der Bank und da könnte der doch bestimmt hier irgendwo ganz geil spielen in der Regionalliga. Aber alle, die an dem interessiert sind, haben kein Budget. Gucken wir mal durch hier ein paar. Sonst, ja, Grauer, also ne, mit dem Hund, ne, bei Stadio Valley. Da ist nicht böse gemeint. Ich mag Hunde und ich finde immer Hunde super cool und
der hat auch echt gut auf meiner Farm. Ich sag's dir. Und deshalb habe ich ihn Grauer genannt, weil ich habe mir gedacht, wenn du auf meiner Farm wärst, wenn ich eine Farm hätte, dann hättest du es da auch gut, sag ich dir. Also nicht böse sein, ne? Aber habe jetzt auch nicht so aufgenommen, dass du das irgendwie böse siehst, ne? Ne. Habe ich auf jeden Fall auch nicht so gemeint. Ja, hier dritte Liga, guck mal, wir gehen einfach mal weiter. Ja, hier läuft nichts mit Verkauf. Und ja, dann machen wir halt hier nochmal Spielerauftragstyp. Ihr habt noch nichts gesagt, wen wir uns nochmal anschauen sollten für die nächste Runde. Also welche Spieler wir eventuell noch holen sollten. Und ja, Wienburg 2 hat schon wieder verloren. Wird schwierig für die Jungs, wird schwierig. Transfers sind wir auch ein paar Kilometer im so ein paar Kilometer im Minus hier mit 500 mit 250.000. Bargeld haben wir unter 1 Million. Also statt hier nicht auch sonst irgendwie noch Privatvermögen? Auch Quatsch. Wo ist das? Privatvermögen 270, okay. Na gut, wir gucken jetzt erstmal hier gegen Bielefeld. Wir machen es wie die Dortmunder. Wir strengen uns an, gehen raus, spielen ordentlich Fußball und sehen zu, dass wir hier jetzt Punkte holen. Und in der zweiten Minute, wir sind kaum auf dem Feld, da ist schon Quadwo unterwegs. Der lauert nämlich da, bekommt einen Pass gespielt. Aber der Schiedsrichter sagt abseits, obwohl es kein war. Eieiei. Wer ist das? Der Kai Lampe. Ja. Das ist ja ein Feigling. Ja, toll gemacht, ey. Mach mal die Lampe an. Dann siehst du auch was. Mann, Mackie. Spielt die Ecke rein. Rinke wehrt zu kurz ab. Steininger aus der Drehung. Sein Schuss ist aber zu schwach. Und deshalb leichte Beute für Lukas Hennig. Kein Problem. Voller Angriff. 10. Minute. Es ist Gift im Spiel. Hier wird hart in die Zweikämpfe gegangen. Aber es gab noch keine Karte. Die nächste Ecke. Von links. Die ist wieder zu kurz von Mackie. Der muss sie doch noch ein bisschen üben, ey. Wir haben doch hier ihn da extra als Eckenspezialist. Und ja, sind ja auch eigentlich auf 5 eintrainiert. Jetzt gibt es nochmal erneut eine Eckchance. Schlägt den Ball Richtung Elfmeterpunkt. Da der Rechtsverteidiger verpasst knapp. Pasiov ist da, schießt direkt. Ah! Streicht knapp unten rechts am Tor vorbei. Ah! Da wäre es ja fast auf Ansage gewesen hier. Gelbe Karte für Max Danner. Taktisches Foulspiel gegen Quadwo. Der arbeitet da im Mittelfeld offensichtlich auch ganz gut damit. Ist auf jeden Fall eine Verstärkung für unseren Club. Aber noch nicht die erhoffte Verstärkung. So generell. Also eine leichte Verstärkung, sagen wir es so. Das wollte ich damit gesagt haben. Erneute Ecke. Also wir haben schon die 4. Ecke im Spiel. Und Rinke steht da zum Tor gewandt, will Volley klären, schießt sich selbst gegen den Kopf. Ja, genau. Kommt über die Latte. Peinliche Aktion, die sehr oft passiert und die meistens dann auch eine Ecke zur Folge hat. Hennig kommt bei dieser Ecke heraus und fängt die Ecke sicher ab. 5 Ecken, nichts Zählbares bisher bei rumgekommen. Ja, Zech, gut, dass wir ihn reingebracht haben. Hier hat eine 2, bis eben sogar eine 1,5. Was, eine Frau ist in den Innenraum eingedrungen? Entrollt dort ein Pogo.de-Plakat mit einem großen Kaktus drauf. Dauert mehrere Minuten, sie einzufangen. Der würde ich einen Kaktus zeigen. Mei. Die erste Chance für Bielefeld. Alan Firmino Dantas kommt zu spät und deshalb hat Beke den Ball. Ein Witz. Steininger hebt deutlich vor dem Zweikampf mit Rodin Mocek ab und wird überhaupt nicht berührt. Und es gibt Gelb für den Mocek. Steininger, das wollen wir dir abgewöhnen hier. Also, Schwalben habe ich gar keinen Bock drauf. Und da kommt auch direkt die Retourkutsche. Egelsederer führt den Ball tief in der eigenen Hälfte und der bisher unauffällige Innenverteidiger verliert das Leder an Brinkmann. Der spielt zu Paul, schiebt locker ein. Grober Schnitzer, Egelsederer, Bielefelder nutzen ihn zur Führung. 1:0. Zack, da ist es. Das ist nur wegen dem schlechten Karma von der Schwalbe, ich sag's euch. So eine Scheiße. Und hat der Egelsederer direkt eine 6 bekommen. Für die Aktion. Mann. Was ist denn da los? Aber das, ich kann ihn jetzt nicht auswechseln. Ey, der bricht mir ja formmäßig total ein. So, ey, hier muss doch noch was gehen. So. Zack. Einsatz. 100%. Arminia ist jetzt weit aufgerückt.
Spinnrad verliert schon wieder da auch einen Ball. Hinten und Radbeer macht gerade echt Chaos. Hübsch auf Marvin Paul und der Ball tappt im Netz. Zwei individuelle Fehler von unseren Innenverteidigern. Und schon ist es passiert hier. Liegen wir 2-0 hinten gegen Bielefeld. Oh je, oh je. Und genau wegen solchen Spielen ist die Saison hier da, wo wir sind. Wenn wir so Niederlagen hier, so Quatschsachen mal abgestellt hätten in dieser Saison, dann wären wir vielleicht echt Dritter oder Vierter, was der Höse, vielen Dank dafür übrigens, der Höse kommentiert hat, dass das drin ist, so vierter Platz. Ja, aber nicht so. So nicht, nee. So ist hier gar nichts drin. Und hier können wir eigentlich auch mal ein paar Leute bringen, die sonst nicht so oft am Zug sind. Der Gomi kann nochmal reinkommen. Tja. Der Obernostor kommt mal rein und ja, hier der Steininger nach der Schwalbenaktion kommt jetzt auch raus. Ja, geht so nicht. So ein Müll. So ein Müll. Tja, da ist guter Rat teuer. Wir haben noch eine halbe Stunde. Und aber eventuell kommen wir jetzt hier mit dem Anschlussreffer ran. Beke wirft den Ball auf Zech. Der sieht Obernosterer in aussichtsreicher Position, spielt einen absolut präzisen Ball. Nosterer muss nur noch den Fuß da reinhalten, schießt aber viel zu früh. Geht deutlich am Tor vorbei. Oh Mann. Herrje. Flanke von Schlosser kann nicht geklärt werden. Stochert den Ball, der Obernosterer irgendwie zu Merkel und der ist da, der macht er sein Tor. Jetzt ist er nicht mehr frustriert. Jetzt hat er mal eins gemacht, seit langer Zeit, sein zehntes. Sehr schön. Und jetzt Vollgas. Fulgos. Fulgos. Marius Weke auf Obernosterer, der spurtet bloß wie ein Verrückter, zieht nach innen und tickelt den Ball aus 18 Metern unter den Querbalken. Jawohl, kurz hier 2 Minuten und zack, angezogen. Dann schießt ihr 2-2 und er klatscht unter die Latte. Wie gestern Dembélé. Mitten drunter. Ast rein. Und es ist noch eine Viertelstunde. Da geht noch was. Da geht noch was. Los jetzt. Auf geht's. Tosun wird gegen Rinke eingewechselt. Moritz Ilk flankt schön hoch von links. Dantas ist da. Zielt aufs kurze Eck. Das macht aber Weke zu und lenkt das Leder zur Ecke ab. Mai, mai, mai. Es geht links wie rechts, Züben wie drüben, vorne wie hinten. Echt rund hier gerade. Eckball ist aber kein Problem. So, ja, ich hänge hier schon, ich sabber den Monitor schon voll. So spannend ist es gerade hier. Ich leck den schon ab. So nah sitze ich dran. Spielerwechsel bei Bielefeld. Und hier muss doch noch was gehen. 10 Minuten haben wir noch. Der Latkowski mit einem coolen Pass im Mittelfeld mit der Hacke. Daniel Brinkmann läuft ins Leere, aber es bringt uns einen Scheiß. Auf jetzt, 6 Minuten haben wir noch. Los jetzt, los jetzt. Ich habe gar keinen Bock hier zu verlieren. Wir sind fast 80 Punkte stärker. Kann doch nicht euer Ernst sein. Was passiert jetzt? Erlaubt sich erneut der Danner ein Foul? Kai Lampe, wie reagiert er? Er deutet an, dass es nicht so schlimm war. Natürlich. Daniel Brinkmann schießt das gut 22 Meter. Der Ball wird zweimal abgefälscht, kommt gefährlich, zuletzt von Spinnrad abgefälscht. Ball schließlich hübsch vor die Füße. Der schießt aus 12 Metern an Wege vorbei zur Führung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was haben wir denn da hinten in der Abwehr heute? So ein Scheiß, ey. Zwei Fehler und ein unglückliches Ding. Und jetzt hätte man fast noch hier. Nein, noch ein unglückliches. Oh Mann, ey. Oh Gottes Willen, ey. 4-2. Oh. Eigentorwege, ey. Alter Falter. Ja, da fehlen mir jetzt auch irgendwie so ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Ey, schnell hier weiter. Tschüss. Ja, verdienter Sieg für Bielefeld, da sie ihre Chancen genutzt haben. Alter Schwede, ey. Boah. Boah, ist das schwierig, ey. Egal. Dortmund gegen Alemannia Aachen 4-0. Rot-Weiß Essen
gegen Wigbeck Big 3:0. Neunkirchen gegen Werl. Oh, Neunkirchen, mal einen richtig deutlichen Sieg. Den zweiten in der Saison. 4:1. Wattenscheid gegen Wuppertal 0:2. Oberhausen gegen Aalen 0:1. Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 1:2. Rattingen gegen Gladbach 0:0. Und Viktoria Köln gegen 1. FC Köln 1:1. Ja, das hier oben bleibt noch spannend. Bis zum Schluss wahrscheinlich. Dortmunder sind dieses Jahr nicht so dominant wie das letzte Jahr auf jeden Fall. Jani Serra, ey, diese Dortmunder haben halt vorne auch einfach immer Leute, die Tore machen. Diese Saison ist der Jani Serra, ihr erinnert euch an letzte Saison, da war es der Eberwein und so weiter, ey. Guck mal hier, der ist aus der Jugend hochgekommen, hat jetzt in 19 Spielen 17 Buden gemacht. Das ist auf jeden Fall echt eine Nummer, ey. Kann man nur neidisch sein auf so Jugendspieler, ne? Auch wenn ich unsere Jugendspieler mag, besten sind sie leider nicht. Ist so. Kann man keinen von, ist egal. Trainer kann nur so. Jan Koller! Der Jan Koller ist beim VfC Plauen jetzt Trainer. Ja, guten Tag, hallo. Jan Koller. Sehr schön. Gut, das nächste Spiel ist gegen Oberhausen zu Hause. Da müssen wir nochmal nachlegen. Tendenziell ist es ja eh wurscht, ob man gewinnt oder verliert, aber ich will hier jedes Spiel gewinnen. Jetzt noch. Was soll das denn? Ist doch Schiss. So, wer ist weitergekommen? Atletico Madrid ist gegen Marseille weitergekommen im Europa League Achtelfinale. Manchester ist gegen Trabzonspor weitergekommen. Gladbach ist gegen Hamburg weitergekommen. Fenerbahce besiegt Lissabon. Und Bayern wegen einer starken Leistung zu Hause gewinnen gegen SSC Neapel. Guck mal, wer hier die Tore gemacht hat. Julian Green und Nico Elvedi. Was machen die denn in Bayern? Also ehrlich. Leverkusen kommt gegen Dynamo Bukarest weiter. Sevilla kommt gegen Valencia weiter. Und Liverpool kommt gegen Olympique Lyon weiter. Interessant. Ja, DFB-Pokalfinale, Frankfurt-Dortmund. Ich habe auf beide gewettet, 1 Euro nur. Ich bin immer so ein 1-Euro-Tipper. Macht das auch Spaß an der Freude. Habe ich aus dem 1 Euro immerhin 9,60 Euro oder sowas gemacht. Fand ich jetzt gut. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mal 10.000 Euro gewettet. Beste Newcomer der Saison. Emre Mor. Jani Serra, Aaron Herzog. Aaron Herzog, vielleicht wäre das auch einer für uns hier. Mal, was der spielen kann. Junger Typ. Wollen wir mal gucken hier. Linkes Mittelfeld, linker Verteidiger brauchen wir nicht. Rechter Verteidiger, so die Frage. So ein rechtes Mittelfeld bräuchten wir mal. Aber hier so einen, ne? Das kann man hier. Kann man hier mal so machen. Nee. Der gute Emre Mor. Kein Bock. Alles klar, ey. Was für ein Spiel, Mann. Ging ja hin und her. Und dann verlieren wir das 4:2. Alter Schwede. Rot-Weiß Oberhausen ist der nächste Gegner. Und hier die Top-Spiele gucken wir uns natürlich noch an. Aber nicht jetzt. Angus McMillan braucht einen neuen Typen hier. Und kommt Richard Quattro. Auf geht's. So, damit haben wir das geklärt. Wir gucken hier bei den News rein. Scout-Bericht über Luxemburg. Immerhin 4 Spieler. Guck mal. LM. Jeder hier, was ist denn hier mit hier? So einem DM65. Könnten wir doch vielleicht einfach mal scouten. Ja, du scoutest den jetzt hier. Ja. Wenn wir hier nach Stärke sortieren. Was ist denn so ein? Nicht attraktiv genug. Also 68er brauchen wir nicht anfragen. Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Ein 65er Stürmer, ein LV, noch ein Stürmer. Könnten wir höchstens mal hier bei ihm hier fragen. So. Okidoki. Was haben wir noch in Mails bekommen? Reserve. 0:4 verloren, alter Schwede. Und dann ist doch der beste Spieler ein Innenverteidiger. Huiuiui. Datenbank aktualisiert, Scouting. Der Feind in meiner Trainingsgruppe.
Tja, könnte zu einem Moralverlust führen, wenn sich beide zu oft über den Weg laufen. Ja, die müssen sich halt mal vertragen. Spielerfeier. Ja, 2 Stimmungspunkte aber gewonnen. Sehr schön. Denn die anderen Leute hier wieder zurück in der Jugendmannschaft. Kein Verein an Marcel Hölscher interessiert. Schade. Probetraining beendet. Er empfiehlt ihn, einen Vertrag abzuschließen mit diesem Mann hier. Eine großartige Verpflichtung. Was kostet der hier so? 105. Fragt einfach mal an. Ihr habt in letzter Zeit, weil ihr so viel zu tun habt, sehr wahrscheinlich, haben da nicht so viele sich gemeldet. Ist aber auch nicht so schlimm. Ist gar kein. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Aber dann werde ich hier einfach mal selbst ein bisschen entscheiden, was wir hier so machen. Und zwar wäre das hier erstmal unsere erste Ansage als Dingen hier. Wie heißt das? Als Vertragsangebot. So. Und gibt im Training alles. Lessos. Geht nix hier. Hier geht auch nix. Auch nix hier. Vertragt euch wieder jetzt endlich mal. Meine Güte. Wie im Kindergarten. Wie im Kindergarten. Großes Lob. Schlosser. Mannschaftsführung ist super. Freut er sich auch. Du hast gut trainiert, Verdi, aber im Moment reicht's für mehr auch nicht. Der arme Sack. Haben wir noch Dose, du hast auch gut trainiert. Ah, oh, jetzt habe ich ja wieder daneben gedrückt. 5 Moralpunkte, vertragt euch wieder, sagen wir hier. Ah, oh, meine Güte. Ihr seid doch Pfeifen, ey. Einfach mal sich vertragen. Sag ich meinen Schülern auch immer. Einfach mal die Hand geben, sagen hier, ich bin dumm, du bist dumm. Und dann geht das doch wieder, ey. Dann machen wir hier noch. Zack. So. Feinde und Freunde kämpfen um Positionen. Verbündete, was sind denn Verbündete hier? Wolf und Spinnrad, Wolf und Volkmar und Spinnrad und Volkmar. Also Spinnrad, Wolf und Volkmar. Das wäre doch mal eine Idee, die mal gleichzeitig hier spielen zu lassen. Spinnrad, Wolf und Volkmar darf im nächsten Spiel einfach mal spielen. Aber wenn die hier schon so Kumpels sind, so Verbündete, wer sind die Freunde? Zech und Lose, ja komm, dann kommen die auch mal, dürfen die auch mal ran. Zech und Lose, wo ist der? Da. Vielleicht läuft es im nächsten Spiel ja besser, wenn wir mit lustigen Leuten spielen. Obonostra darf ran und Steininger kommt mal von der Bank. Wir gucken auch mal gerade, was der Steininger im Moment hier an Toren gemacht hat. 6 Spiele, 5 Tore, vollkommen super. Will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber letztes Spiel war halt nicht ganz so cool, ne? Und hier für unsere 6.000 Euro vom Pasiow können wir auch nochmal gerade gucken. Haben wir in 39 Spielen 27 Tore bekommen. Das ist auf jeden Fall auch eine super Quote, ey. Guck mal, die gleichen Tore hat der Pierre Merkel geschossen, anzahlmäßig. Aber der hat halt 54 gebraucht, ne? Sind 15 Spiele mehr. Also Respekt, mein Freund, Respekt. Gucken wir mal, ob wir noch irgendetwas haben. Zum Beispiel hier so Vertrag verlängern. Das können wir jetzt mal machen. Vertrag verlängern. KFC Uerdingen ist auch in der Krise. Das wäre auch irgendwie, in der Oberliga sind die jetzt unterwegs. Das fände ich auch einen witzigen Verein. Richtig mit Tradition und so ein Quatsch, ne? Coole Sache. Wer ist denn noch hier? Essen 3 Eich, das ist hier nebenan quasi. Ja, sonst haben wir so richtig gute, haben wir keine. Arminia Hannover, ne. Hannover, SV. Richtig tolle Spiele, Dings hier. Aus der 4. Liga haben wir ein paar und sonst haben wir keine. Alles klar, alles klar, alles klar. Wie
Die Stimmung ist richtig am Boden. Ja, ich habe da schon eine Feier gemacht. Kann ich jetzt auch nichts für. Ist halt so, ne? Autogrammstunde. Ja, nochmal. Wenn wir hier so einen Kurztrainer, was kostet der Spaß? 20.000? Ne. Ne. Aber nicht mit mir, ey. Okay, jetzt ist auch gut hier. Ich merke schon, ich fall in so einen Monolog hier rein, der nicht mehr zum Spiel gehört irgendwie. Von daher sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Meldet euch und wenn ihr irgendwie was habt, was euch auf dem Herzen liegt, sagt da Bescheid. Ich freue mich immer riesig drüber. Ich muss mal noch antworten bei den Kommentaren von gestern. Und ja, dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Huhu. Huhu? Wieso der Huhu? Manchmal.